Boah, ich schwitze wie ein Schwein. Learn German with Anja! Hallo alle zusammen. Es ist zurzeit sehr heiß in Deutschland. At the moment it's very hot in Germany. Es ist zurzeit, at the moment, sehr heiß in Deutschland. Und in diesem Video sprechen wir über die 10 wichtigsten Wörter für einen heißen Sommer. Los geht's! Nummer 1. Schwitzen. Boah! Du kannst zum Beispiel sagen, ich schwitze wie ein Schwein. I am sweating like a pig. I am not sure if you can say this in English, but in German we say that. Ich schwitze wie ein Schwein. I am not even sure if pigs sweat that much. Nummer 2. Der Schatten. The shadow or the shade. It's the same word in German. Zum Beispiel, sie sitzen im Schatten. Nummer 3. Der Sonnenbrand. Au! Der Sonnenbrand. The sunburn. So, die Sonne ist the sun and der Brand ist the burn. So, and to burn, the verb for it is brennen. Es brennt. It's burning. Und der Brand ist das Nomen. That's the noun. Nummer 4. Die Klimaanlage, the air conditioning. Die Klimaanlage. Oh, dieses Haus hat keine Klimaanlage? Ich schwitze wie ein Schwein. Nummer 5. Grad, which means degree or degrees. Zum Beispiel, wie viel Grad sind heute? How many degrees are today? Heute sind 34 Grad Celsius. Today are 34 degrees. 34 Grad Celsius. Nummer 6. Mir ist warm. I am warm. Oder mir ist heiß. Oh, mir ist so heiß. I am so hot. Not sexually, just in terms of temperature. Or if you're cold, maybe you're still in the cold country, you would say, mir ist kalt, I am cold. Nummer 7. Die Sonnencreme. Zum Beispiel, kannst du mir bitte den Rücken mit Sonnencreme eincremen? So, can you put sunscreen on my back? Kannst du mir bitte den Rücken mit Sonnencreme eincremen? Nummer 8. Das Eis. The ice cream. Das Eis. And by the way, this is also just the ice and ice cream. We use the same word for it. Das Eis. Komm, wir gehen ein Eis essen. Come, let's go have an ice cream. Nummer 9. Die Sonne geht auf. The sun rises. Die Sonne geht auf. Und die Sonne geht unter. Die Sonne geht unter. Und die Sonne geht auf. Und Nummer 10. Der Himmel ist blau. The sky is blue. Der Himmel ist blau. Now the last thing I want to show you is something, I think this might be interesting for you guys. It's a page. It's called Made My Day. Let me just sit here so I can show you the picture. So, Made My Day, ja, ist zum Beispiel auf Facebook. It's on Facebook. Ich denke, ich glaube auch auf Instagram. I also think on Instagram. So, und hier steht, Sommer 2018, Summer 2018, ich war dabei. I was there. Oder I experienced it. Und er sieht so aus. He looks like that. Okay, schreibe in die Kommentare, wie das Wetter bei dir ist. Write in the comments how the weather is where you are. So in Germany it's actually hot everywhere. I think in the US it's also pretty warm. But let me know wherever you are. Regnet es? Is it raining? So you could say es regnet. Oder es ist kalt. It's cold. I will also at the end of the video link to my other video about the weather. Ja, ich habe schon ein Video über das Wetter gemacht. I already made a video about the weather. Und ich habe auch einen Post über dieses Thema geschrieben. I also wrote a post about this. I will put the link in the description if you want to read a little bit more.
And you can also print it from there. Yeah, if you just want to print the whole page, then that's fine. Okay, bis bald.